Und dann werden wir mal sehen. Es geht nach oben. Weit nach oben. Ich wechsle mal zur Axt, falls doch plötzlich ein Zombie hier in diesen geweihten Hallen auftritt. Da lang, hier lang, dann geht's da wieder hoch. So, aus voll, jetzt kann man besser rennen. So, da lang, dann müssen wir hier hoch, da hoch und dann nochmal rechts rum und dann hier links rum und dann geht's raus. Da steht eine Kanone. Nach hinten schauen, nicht, dass hier was ist. So, kurz vor 7 bin ich wieder oben. In 3 Stunden beginnt der Blutmond und dann geht die Spannung los. Gut, ich bin oben, ist gewittert. Ja, es gewittert schon. Ja, Maxi Chaotic hat schon das neue Mikrofon. Voll im Einsatz. Und ich liebe es. Also diese Kanone ist ein bisschen nervig mit den roten Strahlen, aber gewöhnt man sich dran. Ja, das Mikrofon klingt viel besser. Könnte ich hier fast noch ein Produktvideo bei YouTube für machen. Für diese gute Qualität. Boah, ich bin ganz aufgeregt. Ja, der Vorteil im Mikrofon ist ja auch, sie muss jetzt kein Headset mehr tragen. Damit kann sie auch jederzeit einfach mal irgendwas trinken. Ist mit Headset ja nicht immer so einfach. Ach, sei doch mal ruhig da oben. Ich rede. Wenn der Herr der Unterwelt redet, hat Gott die Schnauze zu halten. Gut, er lässt nicht mit sich reden. Er macht, was er will. Gut, hier liegt 3-mal Fleisch drin. Also 3, nicht 3-mal hier, sondern 3 Felder. Ja, ich habe mir schon was davon genommen. Ich bin auch schon umgerüstet jetzt auf meine Waffen. Die ganze Munition. Und mir 300 Eisenpfeile genommen. Nimmst du immer meine Eisenpfeile? Brauchst du so viele? Soll ich hier wieder welche zurückgeben? Nee, ich gucke erstmal, wie viel ich da noch habe, aber es sind doch einige da. Jetzt mach's mal ein bisschen auf, das Inventar, ne? Jetzt müssen wir mal hier ein bisschen Platz schaffen. Ich nehme schon mal das Dings weg, oder? Die Leitern? Ja, nimm die Leitern weg, ich werde jetzt nicht mehr runtergehen. Das hier kann ich zerlegen, wird dann zum Messing. So, dann gehen wir mal rüber. Wir haben hier Nahrung, da haben wir ein bisschen Fleisch, das legen wir hier rein. Was kommt noch in die Nahrung? Die Gläser kommen, das kommt. Das legen wir mal ein Stück hier runter. Das können wir mit drüberlegen. Baumwolle kommt beim Material mit rein, ne? Jetzt Headset trinken ist doof. Fand ich jetzt nicht so klasse. Da musste ich immer, entweder ich schieb's weg oder ich verzieh den Mund. Das war jetzt nicht so toll. Auf Discord kann man das. Allerdings läuft das hier ohne Discord. Beide Mikrofone sind an meinem PC angesteckt, daher die PCs nebeneinander stehen. Oder sagen wir die Schreibtische, nicht die PCs direkt. Und dadurch schließen wir einfach beides bei mir an. Ich kann beide direkt ins OBS reinnehmen und dort steuern. Ich müsste also dementsprechend muten. Aber es wird später auch noch geändert, dann wird das auch noch mit einer Software, aber es wird dann wahrscheinlich nicht das Discord sein, da lasse ich mir noch was einfallen. Wie genau ich das dann machen werde. Ist jetzt mir immer irgendwas eingefallen. Ach nee, Papier? War Papier woanders drin? Ja, bei Holz, ja. Genau. Schon gewundert, weil da lag kein Papier drin. Es geht ja mehr darum. Wir werden auch zukünftig an einem Raum weiterhin spielen. Wenn sie im Discord ist, höre ich sie ja auch aus meinem Lautsprecher. Und gleichzeitig höre ich die Stimme auch direkt. Das wäre ja doppelt gemoppelt. Und das ist das Problem. Oder das ist die Herausforderung. Und ich weiß, du willst mich bloß necken, ne? Ne? Where's the light? Du willst mich necken, ne? Ich zeig dir schon noch, wo die Dunkelheit ist.
Dann kannst du mit deinem Licht hingehen, wo du willst. Die Dunkelheit wird dich finden. So, Spaß vorbei. Jetzt wird's ernst. Das ist noch was zu trinken. Das hier ist jetzt Messing. Messing, Messing, Messing. Ich räume das Messing weg. Das Eisen räume ich ebenso weg. Ich räume alles weg. Ich mache alles leer. Dann ist mein Rucksack auch nicht mehr so schwer. Hier haben wir noch Stoffreste, Knochen. Ich habe noch ein paar Federn. Haben wir irgendwo Platz für das? Das kommt hier mit hin. Okay, dann haben wir hier leere Dosen Material. Kann das mal aufhören zu donnern? Oder soll das die ganze Nacht so gehen, ne? Das würde es die ganze Zeit so gehen. Ach so. Aber warum willst du denn das Licht finden, wenn du in der Dunkelheit bist? Was ist denn eher die Frage? Munition. Meine. Sprengpfeil meine. Ich habe 750, ja, jede Menge. 874. Okay. Sollte reichen. Halt die Kanone nicht so in meine Blickrichtung. Kommt dir plötzlich so eine Kanone? Sieht aus wie eine Pumpgun oder sowas. Das ist selbstgebauter. Achso. Die selbstgebaute Schrotflinte. So, Getränk. Wenn man der Jucker-Saft macht 34 Wasser, genau. Mal aus der Kiste drauf. Okay. Da auch rein. Da sind meine anderen Sachen noch drin. Ich hab da gerade gesehen, da lag eine Schaufel mit Stufe 5. Das ist meine Schaufel, nimmt die Finger davon weg. Achso, die hast du jetzt halt reingelegt. Ja, ich habe Platz gemacht. Ach so. Das sind meine Sachen, die dort liegen in der Reihe. Okay. Ich wollte gerade tauschen. Von weg. Nein, ich habe jetzt gerade gegen die Materialkiste geschlagen und das mit der Axt. Wo ist Holz? Ich brauche Holz. Und einen Hammer. Einen Hammer habe ich immer dabei. Gut. Ich habe meinen gerade raus. Ach nee, den habe ich auch. Ich bin gar nicht raus. Ich habe meinen hier unten in der Leiste. Weil ich glaube, 3 Schläge und sind die Kiste ist weg. Ja, ich weiß schon. Und das ganze Material futsch. So. Nee, ich habe ja, dadurch, dass ich ja die Waffen habe und nicht nur den Bogen, habe ich so ein bisschen das unten in meiner Leiste verändert. Mhm. Und damit ich nicht alles im Inventar habe, habe ich es einfach in die Kiste erstmal gelegt. Kannst du schnell Waffen wechseln dann? Genau. Na gut, ich muss nicht viel Waffen wechseln, ich bleibe bei Bogen. Das Einzige, was ich machen muss, ist zwischendurch mal Pfeile wechseln, dass ich auch mal auf die Springpfeile wechseln kann. Guck mal, sieht man das? Ich habe jetzt bei der kleinen Waffe. Bist denn du? Immer schön dunkel, genau. Guck mal, ich habe jetzt bei der kleinen Waffe. Nee, sieht man gar nicht, ne? So ein Lichtstrahl. Doch. Ist auch so ein Mod. Kann ich aktivieren? Der Lichtstrahl ist weg. Blendest du mich, wenn du genau in meine Augen ziehst? Nö, sieht nicht so aus. Egal wo ich hin, bei dir ist es immer geradeaus. Wenn ich nach oben und nach unten gehe. So, geradeaus, immer dasselbe. Immer dasselbe oder das gleiche. Nee, es geht, glaube ich, 22 Uhr los. Ja, also die Nacht beginnt immer erst 22 Uhr. Was kann durchaus sein, dass natürlich irgendwann mal 21 Uhr schon ein paar Zombies kommen. Das kann sein. Aber eigentlich der Blutmond erst um 22 Uhr. Es ist also noch ein bisschen Zeit. Es bleibt also spannend. Leben ist voll, aber Vögel können trotzdem kommen. Ich kletter mal trotzdem hoch, einfach mal so aus Spaß. Um das Ganze mal von oben zu sehen. Ja, hier oben bin ich. Ich bin hier oben da. Ich gehe mir noch ein Bier. Ich gehe hier runter. Wow. Wo kannst du rüberspringen? Hast du die Molotovs alle mitgenommen? Ja. Die hast du also alle, okay? Bist du auch der Hälfte? Ich hab dir aber eine der Hälfte an Sprengpfeilen dagelassen. Die habe ich schon mitgenommen. Gut. Die Molotovs kannst du nehmen, wenn du willst. Aber wirf sie bitte da, wo ich nicht bin. Dafür habe ich doch die Leitern gesetzt. Ja, das muss damit ich immer ich da sein. Raufklettern und runterfallen kann. Ja. Ich sehe schon den Tod von ihr.
Oh, Essen ist voll. Da braucht man kein Aim, genau. Nicht zielen, einfach rein in die Masse. Was ist denn Aim? Das Ziel. Ach so. Das Aim ist das Ziel. Und wenn man sagt, man braucht kein Aim, also man muss nicht so zielen. Man sagt, wo ist man, nur die deutsche Sprache hin? Man sagt auch im Gaming-Bereich gern mal, ich habe einen schlechten Aim. Es ist kein Zielen mehr, es ist kein Sammeln mehr. Nein, man aimt und lootet. Genau. Ich habe die Kiste voll geaimt und dann gelootet. Genau, das mit dem Künstlernamen ist auch schön geschrieben. Ne? Ist, glaube ich, etwas zu lang, um das auf die Schnelle kurz zu erklären. Mann, ist das alles auf. Und vor allen Dingen ist es so neblig. Mann. Ist auch neu, oder? Ja. Fangen wir doch schon am Neuen an? Also ich sehe noch niemanden. Ich auch nicht. Aber es ist eigentlich noch zu hell, ne? Ich habe jetzt auch. Ja. Die Sonne muss ja eigentlich erst weg sein, bevor es losgeht. Die sind nämlich lichtscheu. Ein wahrer Lyriker. Solange du kein Lykantrop bist. Es knallt und knallt und knallt. Und wir warten und warten und warten. Bis es endlich losgeht. Damit wir schießen können auf die Masse. Ich bin aktuell noch mit den Eisenpfeilen ausgerüstet, noch nicht mit den Sprengpfeilen. Weil die nehme ich dann erst, wenn dann doch mal eine gewisse Horde kommt. Oder vielleicht auch gerade bei Polizisten oder so, weil die spucken gern mal nach oben. Da hilft so eine Rohrbombe ganz gut, dann gehen die immer gleich drauf. Wir haben 3 Stück. Ich bin killgeil. Wie kommst du darauf? Der zuckt sogar das Auge. Lila Schlafsack gehört Maxi Kautik. Okay, weiß ich Bescheid. Drücke E, um Schlafsack aufzuheben. Nö. Du sollst jetzt nicht schlafen gehen. Och, ich kann auch schlafen gehen. Maxi Kautik macht das schon, ne? So, jetzt sind es noch 30 Minuten. Mein Blick also. Also ich glaube, mein Blick, der ist doch völlig normal, so wie immer. Ich laufe hier oben rum und warte auf die Masse, damit ich in die Masse schießen kann. Jetzt aber hopp hopp. Oh Mann, jetzt geht's aber los hier. Los, das Rad wird gedreht. Jetzt muss ich ja, bevor der. Du haust hier was raus. So, da wird am Rad gedreht. So, was ist es dieses Mal? Was ist es dieses Mal? Was ist es dieses Mal? Es ist. Oh, mach hin, dreh fertig. Sriracha, Sriracha, Sriracha. Wir haben Sriracha, wir haben Sriracha. Okay, wir haben Sriracha. Sriracha, Sriracha. Sriracha ist hell. Hier nochmal, das da ist Rirara, das ist so leicht orange. Nee, orange ist Habanero. Dunkel ist Cayenne. Diese Farben, das hätten die ruhig anders machen können. Zeig mal. Na, das andere brauche ich auch. Maxi Chaotic sucht raus. Ich komme gerade nicht zurecht mit den Farben. Hier dürfte das sein, die ganz helle Rote. Ich hau einfach rein. Ach, ihr seid so geil.
Soll ich dazu noch etwas sagen? Und jetzt geht's los. Ich muss anfangen. Sie versucht jetzt gerade die... Das hätte sie aber doch die ganze Zeit schon mal machen können. Das ist ja ein Bossgegner. Das habe ich ja völlig verpasst.